Hey, es ist René, ich begrüße dich zu diesem Video und heute arbeiten wir weiter an unserem Hammer- und Shooting-Star Expert Advisor und schauen uns mal an, wie wir jetzt die Signale, die wir im letzten Teil von dieser Mini-Reihe erarbeitet haben, wie wir die umsetzen können in gültige Handelssignale. Ja, das hier ist noch der letzte Stand, mit dem ich dich beim letzten Video alleine gelassen habe. Bisher hat der EA nur Hammer- und Shooting-Star-Gärtenformationen erkannt, das im Journal dokumentiert. Was ich jetzt im letzten Video noch kurz angesprochen und versprochen hatte, ist, dass wir das Ganze jetzt noch farblich kenntlich machen. Und da bietet sich immer an, hier, wo wir quasi das Signal haben, einfach mal ein Objekt zu erzeugen, zum Beispiel einen Pfeil oder so. Oder schauen wir uns mal an, was wir dafür für sinnvolle Objekte haben. Wir nutzen dafür die Object-Create-Funktion und können im aktuellen Chart, beziehungsweise wir können auch mal hier diese Parametrisierung von der Object Create nutzen. Dann können wir einfach direkt mit dem Namen durchstarten. Wir können zum Beispiel einen Namen vergeben. Wir nennen das Ganze zum Beispiel mal Hammer und dann schreiben wir vielleicht noch die Zeit dahinter oder so, damit das Ganze eindeutig ist, damit es der Name von diesen Dingen eindeutig ist. Die Zeit ist hier gespeichert in der Time-Variable und da können wir zum Beispiel einfach mal Time hinterschreiben plus. Oder wir müssen Time to String, damit das Ganze auch wirklich als Text anerkannt wird, machen. Moment, jetzt machen wir das Ganze auch hier vernünftig in einer Variable, sodass wir den Namen hier in dieser Name-Variable gespeichert haben, die wir dann einfach in dieser Funktion nutzen können. Und dann, du kannst hier oben übrigens, wenn da 1 von 2 oder 2 von 2 oder so steht, kannst du da draufklicken und dann verschiedene Möglichkeiten des des Funktionsaufrufs sozusagen dir anschauen. Das heißt, du kannst entweder diese Parameter übergeben oder diese. Es hat halt verschiedene, mir fällt der Name gerade nicht ein, wie genau diese Zeile quasi heißt von der Funktion. Aber du kannst verschiedene Funktionsaufrufe sozusagen nutzen und die werden dadurch definiert, wie du diese Parameter hier übergibst. Ich wollte diesmal mal so starten. Object Type ist Object Arrow. Beziehungsweise wir können auch eigentlich direkt Object Arrow By nutzen hier. Dann das Fenster ist das Fenster 0, weil wir es im Hauptfenster haben möchten. Als Zeit können wir hier wieder die Zeit angeben, die ja in Time gespeichert ist. Beziehungsweise wir müssen das Ganze noch verringern um einmal die Periode. Das kann man machen mit Period Seconds von dieser Periode hier. Und dann will er noch einen Preis haben. Das siehst du hier. Der Preis ist natürlich das Low dieser Kerze. Okay, wenn wir das so gemacht haben, dann können wir das Ganze auch noch genauso machen für den Shooting Star natürlich. Da wir da auch einen wundervollen Pfeil zeichnen möchten. Da tausche ich einfach alles aus hier. Der Rest bleibt gleich. Und wir haben natürlich Object Arrow Cell statt den By Arrow. So, wenn wir das Ganze gemacht haben, dann sollten wir hier noch darauf achten, dass Datetime, Time oder Signal Time, Time. Ich kann natürlich nicht mathematische Operationen mit Zeiten vornehmen in einer Textvariable, von daher sollte ich das so machen und hier dann auch die Signal Time nutzen. Das gleiche natürlich unten dann auch. Signal Time und so. Ah, und hier möchten wir den Pfeil natürlich nicht ganz tief, sondern ganz hoch von dieser Kerze zeichnen. So, wenn wir das Ganze nochmal testen, dann sollten wir jetzt auch die Signale, die wir eben nur im Journal gesehen haben, zusätzlich noch optisch im Chart sehen, sodass sie ganz einfach zu erkennen sind. Naja, hier haben wir jetzt schon einen Pfeil, aber das sind eigentlich nicht genau die Pfeile, die ich haben wollte, die sind so ein bisschen hässlich, aber naja, egal. Und der macht jetzt hier scheinbar auch immer die Verkaufspfeile, was ich so auch nicht haben wollte, sondern ich wollte ja einmal die Kaufpfeile haben. Object Arrow By ist doch eigentlich korrekt implementiert.
Hammer Shooting Star erkennt er auch richtig. Ah, wir nehmen mal Object Arrow up und Object Arrow down. Und down. Okay, wenn ich das jetzt so mache und nochmal starte, ich weiß gar nicht genau, müsste ich mal selber gucken, weshalb er jetzt hier die Pfeile nicht blau gemacht hat bei dem Kaufen. Genau, jetzt macht er die aber vernünftig, sodass wir hier diese aufwärts und abwärts gerichteten Pfeile haben bei den Signalen. Man kann die jetzt noch schöner machen, anpassen, andere Objekte nehmen. Ja, was ich jetzt hier vielleicht nochmal mache, ist Object Set Integer Name. Ah, da müssen wir die Chart-ID angeben, den Namen. Man kann jetzt hier Object Property Fill angeben und dann True. Also das sorgt im Endeffekt dafür, dass diese Objekte, die wir gerade erzeugt haben, dass sie gefüllt werden. Wie das aussieht, zeige ich dir hier jetzt nochmal in dem Tester. Oh nee, das war irgendwie nicht das Richtige, die sind nicht gefüllt. Okay. Woran liegt's? Name, Object, Property, Fill. Mal gucken, das war doch die Eigenschaft, meine ich. Oder ob das einfach direkt mit der Farbe kommt. Es kann auch sein, dass sie Fill rausgenommen haben. Object, Set Color. Ah, Set Integer. Naja, ich ändere einfach mal die Farbe. Color und Color Blue. Und naja, wenn du die Sachen noch weiter anpassen möchtest, dann kannst du einfach mal mit diesen Object Set Integer Funktionen arbeiten und da noch verschiedene Anpassungen machen. Da möchte ich mich jetzt mal nicht aufhalten, weil darum soll es gar nicht gehen, sondern als nächstes wollen wir natürlich dafür sorgen, dass auch Signale ausgeführt werden. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal machen. Ich zeige jetzt hier nochmal einmal, dass die Farben jetzt anders sind. Jetzt haben die Kaufsignale, diese Hammer-Formation, den blauen Pfeil und die anderen den roten. So, was wir jetzt natürlich noch machen möchten, ist eine Position eröffnen. Da können wir auch einfach hier drin bleiben. Und da bedienen wir uns am besten mal verschiedener Eingabeparameter hier oder Input-Variablen. Zum Beispiel eine Input-Variable für die Lots. Das macht immer Sinn, damit der Benutzer hier seine Lot-Size definieren kann. Dann können wir auch gut immer die SL-Punkte vergeben. Zum Beispiel 100 Punkte oder so. 300 Punkte. Und die TP-Punkte. Zum Beispiel 500 Punkte und das reicht eigentlich schon. Dann gehen wir wieder unten in den Abschnitt, wo wir quasi die Hammerkerze identifiziert haben. Und hier können wir jetzt einfach die Order Send Funktion nutzen, um eine Order zu setzen im aktuellen Symbol. Das Ganze soll eine OP By, also eine Operation By, sprich eine Kauforder sein. Dann können wir hier die Lots von oben nutzen, also hier diese Eingabeparameter. Dann können wir hier als Preis den Ask-Preis nutzen, weil wir kaufen natürlich immer zum Ask-Preis, nicht zum Bid-Preis, zu dem verkaufen wir. Bei Slippage gebe ich einfach mal einen ganz großen Wert ein, damit die Order auf jeden Fall ausgeführt wird. Dann haben wir einen Stop-Loss, der berechnet sich jetzt, oder wir machen das Ganze mal noch ein bisschen sauberer, indem wir hier schreiben, Entry ist gleich Ask und SL ist gleich Entry minus SL Points mal Point und TP ist gleich Entry plus TP Points mal Point. In Point ist einfach nur quasi die kleinste Wertveränderung von diesem Symbol hier gespeichert. Hier wäre das zum Beispiel 0,01. Dann können wir hier auch Entry statt Ask schreiben. Nehmen das so, SL, TP. Einen Kommentar brauchen wir nicht, eine Magic Nummer auch nicht, Expiration auch nicht und einen Pfeil wollen wir auch nicht haben. Das ist so die Light-Variante von der Order-Eröffnung gerade. Man kann auch mehrere Sachen machen, aber das sparen wir uns in diesem Fall. Ah, ich habe gerade gesehen, das war das Beispiel für die Kauforder. Und unten müssen wir natürlich verkaufen. Da müssen wir diese Werte dementsprechend anpassen, sodass der SL über dem Einstiegskurs liegt und der TP unter dem Einstiegskurs, ganz wichtig. Sonst gibt es da Fehlermeldungen bei der Positionseröffnung. Und wir machen natürlich eine Operation Sell und nicht die Operation Buy. Gut, das ist es gewesen. Der will jetzt immer nochmal, dass man den Rückgabewert hier prüft. Das kann man einfach machen, indem man zum Beispiel eine Variable mit dem Namen Ticket oder wie auch immer deklariert und der halt den Wert von dieser Order Send Funktion hier zuweist. Aber das war es eigentlich schon. Wenn ich jetzt nochmal starte, dann werden wir jetzt sehen, dass er vernünftigerweise und gewollterweise hier mit jedem Signal
scheinbar nicht Position eröffnet. Ich weiß auch schon, woran das liegt. Das ist aber kein Fehler im EA, sondern eine Einstellungssache. Du siehst hier den Fehler 130 oder 131, stimmt. Der sagt, dass die Lot Size nicht passend ist. Es liegt bei mir an dem Broker, der handelt erst ab einem Lot quasi in diesem Markt hier im DAX. Da machen auch die SL-Punkte keinen Sinn, die sollte ich ein bisschen höher machen. Zum Beispiel hier so 300 und 500 Punkte oder so. Aber es kommt, wie gesagt, auf den Markt an. Im Euro, US-Dollar ist es wieder ein bisschen anders und so. Da musst du einfach bei deinem Broker und bei deinem Markt schauen, was da sinnige Eingaben sind, ne? Man könnte das im EA auch noch überprüfen vor der Ordereröffnung, aber ich denke mir immer, der User kann auch die Angaben ein bisschen vernünftig machen, sodass die sinnig sind und es da nicht zu Fehlern kommt. Genau, dann haben wir hier eine Kaufposition eröffnet mit dem ersten Hammer. Wir sehen hier auch, Ziel und Stopp sind gesetzt. Vielleicht doch ein bisschen weit weg gewählt, aber egal. Und der handelt jetzt wirklich bei jedem Signal, setzt eine neue Order. Auch mehrere Orders übrigens, weil ich da ja nicht gesagt habe, dass er maximal eine machen soll oder so. Deswegen setzt er wirklich bei jedem Signal eine Order und geht dann dementsprechend auch pleite, wenn nicht mehr genug Geld auf dem Konto ist. Ah nee, der ist gar nicht pleite gegangen, sondern die Zeit ist einfach durchgelaufen. Aber ja, man könnte das jetzt halt für längere Zeiträume auch testen. Da will ich dich jetzt nicht mit langweilen, mach das einfach selber. Was man jetzt hier noch machen könnte, ist zum Beispiel, dass man irgendwie sagt, er soll nur eine Position eröffnen oder man sagt, der zieht den Stopp nach oder so, dass man nicht zig Millionen offene Positionen hat. Ich glaube, ich nehme mal die Variante mit dem Trailing Stop, hatte ich auch länger nicht mehr in den Tutorials. Hier kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass man alle Orders durchläuft anhand von der Position mit so einer ganz klassischen Schleife hier, die du wahrscheinlich mittlerweile auch schon kennen solltest, wenn du die Tutorials gesehen hast und wenn du sie nicht gesehen hast. Dann ja, schau dir die letzten Tutorials nochmal an. Hier sollte man jetzt klassischerweise nochmal eine Abfrage mit der Magic-Nummer machen, die man dann auch hier in der Order Send übergibt. Das siehst du auch alles in den vorherigen Tutorials. Also schau dir die auf jeden Fall an, wenn du nochmal so ein bisschen die Basics brauchst für die Programmierung. Ich lasse das jetzt hier außen vor, sodass das jetzt auch kein vernünftiger, sicherer EA in der Live-Anwendung sein wird. Aber für Testen und für Arbeiten damit wird das funktionieren. Du kannst es, wie gesagt, wenn du es nutzen möchtest, im Live-Betrieb jederzeit auch noch anpassen mit der Magic-Nummer und so, sodass das Ganze vernünftig und sicher ist. Check dazu nochmal die anderen Tutorials ab oder schau auch in der MT4 Masterclass vorbei. Das ist der Komplettkurs, den du auf der Website findest, www.bmtrading.de, wo ich wirklich die komplette Programmierung mit den ganzen sicherheitsrelevanten Maßnahmen und so auch erkläre. Genau, wenn man also eine Order selektieren konnte, checkt man einfach, ob die eine Kauf- oder eine Verkauforder ist. Wenn das eine Kauforder ist, dann kann man hier zum Beispiel den neuen SL berechnen, indem man einfach den Bitkurs minus die SL-Punkte oder so berechnet. Das heißt, der Stopp wird quasi im Abstand der SL-Punkte auch nachgezogen. Dann prüft man einfach, ob der SL größer ist als der Order-Stop-Loss. Und wenn das der Fall ist, dann passt man die Order an. Achso, ja. Order Modify. Da kann man jetzt einfach die ganzen Angaben hier aus dem Zwischenspeicher nehmen. Muss natürlich nur den Stop-Loss ändern. Und Order Expiration, da ändern wir auch nichts. So, wenn man das so macht, dann kann man diesen Block hier einfach kopieren, was man natürlich nicht machen sollte, weil da immer Fehler passieren können. Aber ich passe jetzt auf und kopiere das einfach mal, um mir die Schreibarbeit zu sparen. Muss hier ein paar Anpassungen machen. Prüft dann natürlich, ob der SL jetzt kleiner ist als der vorherige Order Stop Loss und ja, passt das dann dementsprechend an. Und du wirst jetzt hier auch sehen, ach, beziehungsweise ich mache mal nochmal hier die Werte ein bisschen kleiner, damit das ein bisschen schöner ist und die Orders auch wirklich mal vernünftig ins Ziel laufen und so. So, das wollte ich machen. So, wir haben jetzt 100 Punkte Stopp und 300 Punkte Ziel und der Trailing Stop wird auch im Abstand von 100 Punkten nachgezogen. Was wir sehen werden, wenn das Ganze hier vernünftig geladen ist und dann im Tester durchläuft. Oh, jetzt, ah, verdammt. Ich hatte gerade den Zeitraum angepasst, deswegen lädt er gerade noch die historischen Daten runter vom 01.01.2019 bis zum 30.06. Ich glaube, der hat die gleich soweit runtergeladen. Nee, hat er nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ich passe das einfach mal an zum 01.06. Nee, hier muss ich anpassen. 1.6., sodass wir jetzt einfach nur für einen Monat testen. Aber ich will jetzt nicht ewig warten, bis er die Daten geladen hat.
Also, läuft und wir werden jetzt gleich mal checken, wann das erste Signal kommt. Bisher scheinbar kein Signal. Hier kamen jetzt ein paar Signale gleich auf einmal. Und du siehst ja auch schon, der Startstopp wird immer mit diesem kleinen Marker hier versehen. Der wurde auch schon angepasst, sowohl bei den Kauf- als auch bei den Verkaufspositionen, wo der Stopp schon so ein bisschen nachgezogen. Die erste Position oder die ersten sind jetzt hier minus gelaufen und ja, es ist ja immer so, wenn man Kauf- und Verkaufspositionen offen hat, manche laufen, manche nicht. Und bei den Trailing Stop behält man dann hoffentlich die, die gut laufen. Ja, durchgelaufen. Du siehst hier auch wieder eine hervorragende Performance, die man sicherlich noch optimieren könnte. Aber ich hoffe, du hast das Grundprinzip verstanden. So also kannst du mit Kerzenformationen arbeiten. Hier in diesem Beispiel speziell Hammer- und Shooting Star-Kerzenformationen. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben die erstmal anzeigen lassen, sowohl im Journal als auch hier. Dann nochmal optisch mit so einem kleinen Pfeilchen oben oder unten an der Kerze. Und jetzt im zweiten Schritt haben wir dann noch dafür gesorgt, dass Positionen eröffnet werden über diese besagte Order-Send-Funktion hier. Beziehungsweise das war der Abschnitt, der für die Order-Eröffnung relevant war. Und dann haben wir noch zu guter Letzt den Trailing-Stop hinzugepackt. Das war einfach nur diese Vorschleife, mit der wir alle Positionen durchlaufen und den Stop anpassen, falls notwendig. Also so viel zu Kerzenformationen. Ganz kleines Tutorial hier an diesem Punkt mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch Fragen hast, stell die gerne in den Kommentaren. Du kannst auch gerne mal versuchen, mit anderen Kerzenformationen zu arbeiten. Es gibt ja zig verschiedene Kerzenformationen, die alle auf diese Art und Weise berechnet werden können, indem du einfach hergehst und die relevanten Kennzahlen von der Kerze dir nimmst und dann irgendwie ins Verhältnis setzt. Ja. Schau beim nächsten Video wieder rein, abonniere den Kanal, wenn du mehr Tutorials sehen willst. Und ich hatte es eben schon mal in dem Video kurz gesagt, wenn du die Programmierung im MT4 und auch im MT5 eigentlich komplett lernen möchtest, dann check die MT4 Masterclass ab auf der Webseite. Da kriegst du wirklich im Endeffekt das ganze Basiswissen, was du brauchst, um alle möglichen Expert Advisor zu schreiben in vernünftiger Reihenfolge und mit allen relevanten Informationen aufbereitet geliefert. Also check das ab und ansonsten schau beim nächsten Video wieder rein. Bis dahin. Ciao, ciao.